Ich kann mich noch erinnern an die ersten Bewerbungsgespräche, die wir hatten, Alex und ich. Da wurde gerade die Immobilie umgebaut, also wirklich Schmutz ohne Ende. Sie mit einem Neugeborenen, stillend. Und ich weiß, dass diese Mädels, die sich da beworben haben damals, alle so begeistert waren und meinten, sie möchten unbedingt für uns arbeiten. Und das finden sie einfach großartig. Frau Doktor, übernehmen Sie. Eine Praxis zu gründen ist immer ein gewisses Risiko. Meine heutige Gästin ist sogar vollstes Risiko gegangen. Sie hat eine Hautarztpraxis eröffnet mitten in der Corona-Pandemie und hat nicht nur ihr Berufsleben komplett umgestellt, sondern auch ihr komplettes Familienleben neu organisiert. Und davon erzählt sie uns heute. Herzlich willkommen, Dr. Stefanie Derendorf, und herzlich willkommen auch all unseren Zuhörerinnen. Ich bin Julia Rotherbel, Chefredakteurin der Apothekenumschau und hoste diesen Podcast, der heißt Frau Doktor, übernehmen Sie. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Hallo Steffi, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ich freue mich auch ganz besonders, weil Steffi und ich nämlich eine gemeinsame Vergangenheit haben, über die ich nachher kurz noch erzähle. Hi Steffi. Hallo Julia, ich freue mich auch. Wie schön, dich zu hören. Steffi und ich waren gemeinsam auf der Grundschule und auch gemeinsam auf dem Gymnasium und hatten auch einen gemeinsamen Plan. Wir wollten nämlich eigentlich beide Journalistinnen werden. Steffi hat sich dann doch für die Medizin entschieden und hat vor kurzem eine eigene Hautarztpraxis aufgemacht. Steffi, dazu würde mich interessieren. Es ist ja so, hinter uns allen liegen 2 Jahre Corona mit vielen beruflichen, privaten Herausforderungen. Und du hast jetzt genau in dieser Zeit diese Praxis aufgemacht. Wie ist es dazu gekommen? Ja, stimmt. Eigentlich waren wir so ein bisschen antizyklisch, da in der Zeit, wo alle anderen gesagt haben, wir beobachten jetzt, was passiert und wie es läuft, kam es bei mir genau andersrum. Aber ich muss auch sagen, dass bei mir die private Situation dazu geführt hat, dass ich genau während Corona beschlossen habe, was zu ändern. Weil mein Mann ist seit ein paar Jahren, der hat auch umgeschult, aber schon vor ein paar Jahren, der ist ein Fotograf, Galerist. Und genau in der Phase, als Corona war, sind bei ihm alle Aufträge weggefallen, weil er nämlich auf Messen ausgestellt hat als Galerist. Und ich war damals in der Praxis angestellt, Teilzeit als Mama. Ich hatte eine 1-jährige Tochter, eine 3-jährige in der Zeit. Und bei uns war es so, dass wir gesagt haben, wir müssen irgendwie schauen, wie es weitergeht bei uns. Ja? Und in meiner Praxis damals gab es auch einen Umbruch. Die beiden Chefinnen haben sich getrennt und wollten eine Aufteilung der Mitarbeiter erreichen. Und da hatte ich ehrlich gesagt keine Lust mitzumachen. Und so entstand der Plan, eigentlich genau in der Lockdown-Phase zu sagen, dann mache ich was Eigenes jetzt gerade auf. Genau. Also ihr habt euch dann auch dazu entschieden, eure Familienkonstellation zu verändern? Komplett, ja. Also eigentlich war ich bis dahin die, ich hatte erst 10 Stunden gearbeitet, dann 15, dann waren es irgendwann mal 20 auch. Aber ich war natürlich die daheim war, wenn die Kinder krank waren. Ich war die sich um alles gekümmert hat, um die Arzttermine, um keine Ahnung, Kita-Feste. Ich war auch im Vorstand der Kita. Also bis dahin war ich die sich so ein bisschen zurückgenommen hat. Und mein Mann hat da ja damals wirklich viel auch im Ausland gemacht. Und die Entscheidung war dann eigentlich, dass wir unsere Positionen in der Hinsicht wechseln. Ja? Mhm. Und ja. Wer hat es zuerst ausgesprochen? Ich glaube, ich. Und wie war die Reaktion am Anfang? Also mein Mann war da ziemlich cool, weil er auch meint, er hat ja keine Chance. Es war ja nicht so, dass er irgendwie kündigen musste oder irgendwie weniger arbeiten musste nur wegen mir, sondern es hat sich ja durch Corona so ergeben. Ja. Und er fand das auch toll, weil ich meine, ich habe eine super Ausbildung und ich liebe meinen Job. Und er fand auch, ich meine, Dermatologie, ich bin ja Dermatologin, ist ein super Beruf, wo man sich niederlassen kann. Und es war ja eh immer im Hinterkopf, dass ich es mache. Und die Zeit war halt dann dafür da. Und das hat ihn auch entlastet. Ich glaube schon, dass es ihn eigentlich vom Druck her entlastet hat. Wie geht man sowas denn an? Wie muss ich mir das vorstellen?
erster Schritt eine Immobilie finden in München. Das dachte ich auch. Ich schaue jetzt einfach mal nach einer schönen Immobilie. Und dann hatten wir aber tatsächlich Beratung. Also wir hatten ziemlich viele Gespräche mit Steuerberatern. Die machen auch wirklich so eine Existenzgründungsberatung. Und ich habe natürlich erstmal überlegt, alleine oder mit wem mache ich denn das? Und dann habe da verschiedene Kolleginnen oder alte Freunde aus der Ausbildungszeit auch gefragt. Und das war auch eine längere Phase, bis ich dann wusste, mit wem ich das auch machen kann und möchte. Und man muss wirklich viel Beratung machen, weil ja, jetzt auch überhaupt, wie viele Stunden musst du arbeiten? Was musst du suchen? Wo suchst du was? Wer finanziert dich? Ja? Mhm. Also ich muss sagen, allein die Beratung hat bestimmt ein halbes Jahr gedauert, bis wir überhaupt mal Zeit hatten, Immobilien anzugucken. Okay. Und ja. Du hast ja schon gesagt, es hat oder hast jetzt angedeutet, es hat dich auch ein bisschen was überrascht. Was waren denn so Dinge, wo du gedacht hast, boah, das hätte ich jetzt vorher nicht gedacht, dass das in dieser Gründung auf mich zukommt? Ja, diese ganzen Termine. Also ich war wirklich neben meiner Arbeit nur unterwegs. Ich hatte super, super, super viele Termine mit Versicherungen, Banken, mit, ich kann es gar nicht mehr sagen, das ist so viel. Ich habe letztens mal die E-Mails gelöscht von der Zeit. Also es war unglaublich, wie so eine Vollzeit-Journalistin wahrscheinlich eher. Aber nicht als Ärztin hat man ja nicht so viel E-Mail-Kontakt normal. Aber es war unglaublich mit Architekten und dann eben auch mit ganz vielen Immobilienbüros. Du musst ja erstmal eine Immobilie finden, die überhaupt Ärzte reinlässt, weil viele möchten das ja gar nicht. Ich habe meine komplette Freizeit, und das meine ich jetzt wirklich komplett, für diese Sache geopfert. Hm. Also auch die Wochenenden, ja. Und das heißt, deine Kinder haben quasi diese Umstellung gehabt, und dann warst du auch wirklich tatsächlich fast gar nicht mehr greifbar. Wie haben die das denn so mitgemacht? In der Zeit, ja. In der Zeit war ich wirklich eigentlich nur noch zum Bett bringen da. Hm. Ja, und schon beim Frühstück eigentlich die Erste, die aufgestanden ist und wieder weg war. Ich finde, sie haben es gut mitgemacht, weil sie den Papa so sehr hatten. Ich habe ja jetzt keine Fremdbetreuung gehabt. Ja? Mhm. Und da war ich erstaunt, obwohl sie jetzt im Nachhinein, jetzt wo ich wieder ein bisschen mehr Zeit mit ihnen habe, merke ich gerade, dass sie doch schon darunter gelitten haben und dass sie sich wahnsinnig freuen, dass sie mich wieder mehr haben. Mhm. Aber sie haben es super gemacht und ich hatte auch keine Zeit für schlechtes Gewissen, muss ich ehrlich sagen, weil es musste halt laufen. Ja? Wir waren ja schon mittendrin. Ja. Mhm. Es ist ja so, die Partnerin, mit der du das gemacht hast, die war ja zu der Zeit sogar schwanger. Also die hat in der Gründungsphase ihr Baby bekommen. Ja. Wie hat denn euer Umfeld generell so reagiert, dass ihr quasi in so einer Phase, wo viele genau das Gegenteil machen, also erstmal so ein bisschen aus dem Job aussteigen, also die Kinder haben dann Prio, dass ihr quasi das eigentlich genau anders gemacht habt? Ich muss sagen, die meisten fanden das so super. Ja, also ich kann mich noch erinnern an die ersten Bewerbungsgespräche, die wir hatten, Alex und ich. Da war die Alex, hatte ihr Baby und hat es gestillt nebenbei. Wir saßen hier in der Baustelle, weil da wurde gerade die Immobilie umgebaut, also wirklich Schmutz ohne Ende. Sie mit einem Neugeborenen, stillend, und wir saßen auf dem Boden, weil wir auch noch wir hatten Kaffee, so einen Pappkarton Kaffee, und hatten die Gespräche geführt. Und ich weiß, dass diese Mädels, die sich da beworben haben damals, es waren nur Mädels, alle so begeistert waren und meinten, sie möchten unbedingt für uns arbeiten, weil sowas haben sie noch nie erlebt und das finden sie einfach großartig. Genau. Und auch die Bank zum Beispiel, muss man ja auch denken, was halten die denn davon oder so. Alle durch die Bank, also durch die Bank, fanden es super. Ja? Okay. Erstaunlicherweise haben die uns alle unterstützt. Die Reaktionen, die dein Mann bekommen hat, waren die ähnlich positiv? Also zum Hintergrund, ich hatte ja diesen Rollentausch auch. Also bei uns hat der Mann die erste Zeit mit dem Baby zu Hause verbracht, hat auch die Eingewöhnung in die Krippe übernommen und war schon so irgendwie so der kleine Alien. Also es gab natürlich überall viel mehr Mütter als Väter. Wie hat denn dein Mann das erlebt? Ich glaube ähnlich. Also Ich glaube vor allem auch selbst, dass er damit klarkommen musste, dass er sich auf einmal auf eine andere Position begibt, hätte er auch nicht gedacht, da musste er auch schon ein bisschen drunter leiden. Und auch so im Kindergarten, er war ja da mit den Kita-Mamas immer auf dem Spielplatz die Zeit, wie du auch sagst, und war beim Arzt und so. Ich glaube, dass er es ein bisschen schwieriger hatte, als er dachte, ja. Aber ich glaube, vor allem das Psychische war am Anfang für ihn nicht einfach. Obwohl er es toll fand, was ich machte, aber diese Umstellung zu sagen, jetzt übergebe ich gerne mal die Hauptverantwortung an meine Frau, da hatte er mehr mit zu arbeiten als ich.
Jetzt ist es ja so, die Pandemie hat sich jetzt, also die Lage hat sich jetzt ein bisschen verändert. Dein Mann hat jetzt vielleicht wieder mehr Möglichkeiten. Wie stellt ihr euch das in Zukunft vor, diese Arbeitsaufteilung? Ja, da sind wir gerade ein bisschen am Arbeiten, weil natürlich habe ich jetzt den Vorteil, die Praxis läuft. Wir werden jetzt ein Jahr alt und sie läuft sehr gut. Und ich habe jetzt auch noch eine Kollegin mit an Bord geholt, eine dritte Kollegin, sodass es ein bisschen Entlastung auch in der Verwaltung ist. Und natürlich ist mein Plan und auch der von meinem Mann, dass er genauso seinen Job wieder machen kann. Bei ihm ist es zum Glück so, dass er die meiste Zeit Homeoffice machen kann. Also er arbeitet zu Hause, dann kann er auch die Kinder früher abholen, wenn was ist. Aber er hat diese Wochen, in denen er weg ist, komplett. Die Messen fangen wieder an. Und in diesen Wochen organisieren wir uns tatsächlich mit Babysittern und mit Eltern und mit Nichten. Meine Nichten springen da ein. Und ich arbeite dann teilweise ein bisschen weniger auch, dass ich dann halt früher nach Hause gehen kann, um sie abzuholen. Also das muss man dann immer organisieren, aber es geht. Okay. Also bei uns ist schon so, muss ich sagen, wenn dann irgendwie jemand im schlimmsten Fall das Kind unvorhergesehenerweise krank wird, dann hat man so das Gefühl, boah, das ganze Lebensmodell, diese ganze Orga, die implodiert jetzt so. Also das ist schon alles dann immer so auf Kante gestrickt. Bei euch nicht so? Doch. Auf jeden Fall. Also als diese Krankheitstage jetzt auch waren und dann war Axel eben, also mein Mann heißt Axel, der war jetzt mal weg. Und dann musste ich die Kleine tatsächlich mit in die Arbeit nehmen, weil ich wusste gar nicht, wie ich das lösen kann. Natürlich, Patientenabsagen wäre auch eine Möglichkeit, aber im ersten Moment war nur so, es geht nicht, ich muss jetzt hierher kommen und ich habe eine OP, ich habe irgendwelche wichtigen Eingriffe und dann saß sie hier halt auch mal krank tatsächlich. Doch, jetzt langsam sind wir an dem Punkt, dass wir tatsächlich auch absagen, weil meine Kolleginnen sind ja auch Mamas, ja, weil die Männer auch nicht immer einspringen können. Aber es ist echt so, eigentlich darf es nicht passieren. Also man muss. Ja. Es geht, aber es darf eigentlich nicht sein, dass die Kinder krank werden. Du hattest jetzt gesagt, die Praxis ist jetzt ein Jahr alt. Was ist denn jetzt so in diesem Jahr für dich so der größte Unterschied zwischen angestellt sein und die eigene Chefin sein? Vielleicht so der größte Gewinn und vielleicht auch der größte Nachteil? Ja, der größte Nachteil war bestimmt auch Corona, weil man jetzt einfach auch diese Ausfälle hatte und man leidet auf einmal nicht nur, ich meine, tatsächlich hat es schon einen Vorteil gehabt, wenn man angestellt war und mal krank ist, dann macht man sich nicht so einen Kopf, gell? Jetzt ist es so, dass man tatsächlich denkt, es macht ja kein anderer, ja? Und es geht halt auch ins Finanzielle dann gleich. Und ich glaube, da muss man ein bisschen cooler werden. Und auch wenn Mitarbeiter fehlen, also es kommt halt noch viel mehr Zusatzaufwand dazu, der einen schon belastet. Aber ich muss trotz allem sagen, dass ich es bis heute noch keinen Tag bereut habe. Also ich finde trotzdem Arbeiten als Selbstständige irgendwie viel schöner. Kannst du sagen, warum? Weil du mehr gestalten kannst? Weil ja, irgendwie wahrscheinlich schon. Also ich überlege gerade selbst, wieso es so ist, aber ich gehe wahnsinnig gerne in die Arbeit. Und ich liebe meine Praxis, vielleicht auch deswegen. Die Mitarbeiter, die wir uns ausgesucht haben, finde ich alle toll. Und ja, man kann halt auch einfach jetzt sagen, wenn einem was stört, dann verbessert man es auch gleich. Oder wenn man was haben möchte, dann kauft man sich das halt jetzt auch. Und das sind so Dinge, die machen den Arbeitsalltag schon um einiges noch mal angenehmer. Ja, und ich finde es ja auch cooler, wie du vorher erzählt hast mit dem Baby und dem Stillen. Und du kreierst natürlich dann auch so eine Atmosphäre, die du selber kreieren willst, so eine Familienfreundlichkeit. Das ist natürlich super. Das erlebt man wahrscheinlich jetzt, wenn man angestellt ist, nicht automatisch. Ja, genau. Wenn jetzt eine von unseren Zuhörerinnen auch diesen Traum hegt, irgendwann mal eine eigene Praxis aufzumachen, was wären deine wichtigsten Tipps oder dein wichtiger Tipp? Es ist schon eine Sache, die man sich gut überlegen muss. Das muss ich ehrlich jetzt im Nachhinein sagen. Ich glaube, man braucht auf jeden Fall genug Leidenschaft und genug Durchhaltevermögen, weil es gibt schon Momente, ich habe einige gesehen, die wieder aufgehört haben mit der Idee. Ja? Also man braucht die Zeit, man braucht den Willen und man braucht schon jemanden, der einen ein bisschen den Rücken frei hält. Also in dieser Phase, es geht danach, ist wieder alles machbar. Aber hätte mein Mann damals nicht die Zeit gehabt, mich so zu entlasten, hätte ich es wahrscheinlich nicht durchziehen können, obwohl ich wollte. Also ich würde schon sagen, man muss bestimmt ein Jahr einplanen, viel Zeit, viel Energie mitbringen und dann wird es was ganz Großartiges, bin ich überzeugt. Ich würde dann jetzt die Anja zu uns holen.
Ja. Anja ist die Redakteurin dieses Podcasts und spielt mit uns jetzt ein kleines Spiel. Genau, hallo. Hallo Anja. Hallo Anja. Hallo. Ich bin hier in diesem Podcast jetzt seit ganz vielen Folgen schon die Spieleleiterin für unser manchmal Warm-up, manchmal Zwischenpausenspiel, das ich liebevoll bitte vervollständige diesen Satz nenne. Ihr beide dürft Sätze vervollständigen, die ich rausgesucht habe. Steffi, ich kenne die Sätze auch nicht. Wirklich nicht. Okay, ich schwöre, gut, ja, ich schwöre. Und man muss auch tatsächlich sagen, langsam wird es schwierig für Julia was rauszusuchen, weil die ja jedes Mal mit dabei ist, dass das noch was Neues wird. Aber ich hoffe, ich habe es auch diesmal geschafft. Genau, aber den ersten Satz, Steffi, der geht auch direkt an dich. Okay. Der da lautet, im Job punkte ich mit der Fähigkeit, dass ich mich schnell an neue Situationen anpasse. Und jetzt speziell auf meinen Job als Ärztin würde ich sagen, dass ich sehr auf Patienten eingehen kann und sehr empathisch bin. Es sind sehr viele Punkte, die du da hast. Voll gut. Ja. Julia, für dich, mein bester Arbeits-Lifehack ist... Oh Gott, das ist jetzt echt schwer. Mein bester Arbeits-Lifehack. Ich bin froh, dass du die Frage bekommen hast und nicht ich. Also tatsächlich habe ich jetzt vor kurzem angefangen, Telefonate im Auto zu führen. Das finde ich total gut. Also wir sind jetzt nach Corona wieder öfter in Präsenz im Job und ich habe schon ein bisschen Anfahrt ins Büro. Und bisher war das immer so leere Zeit. Also klar, man konnte irgendwie einen Podcast hören oder Nachrichten oder so, aber man konnte jetzt nicht wirklich arbeiten. Und jetzt verlege ich quasi Telefonate in diese An- und Abreisezeit. Das finde ich super. Dann nutzt man das irgendwie noch. Das würde ich als Lifehack verstehen. Richtig. Gut, super. Vielen Dank. Steffi, für dich. Das größte berufliche Risiko bin ich eingegangen als? Als ich meine Praxis gegründet habe vor zwei Jahren, genau. Das war jetzt eine naheliegende Antwort, aber ich habe mir gedacht, ich mache mal was Leichtes. Danke. Und vor allem, es ist ja dann auch gut ausgegangen, wie wir ja schon gehört haben. Ja, das stimmt. Julia, wenn mir jemand sagt, dass Männer und Frauen längst gleichberechtigt sind, ist meine Reaktion? Je nachdem, wer es mir sagt. Also entweder laut lachen, mir überlegen, ob ich jetzt die Diskussion wirklich führe oder ich hole einfach ein paar Zahlen raus. Ja. Ein paar Zahlen haben wir jetzt hier im Podcast auch schon immer mal wieder gedroppt. Also man sieht, ja, zur Gleichberechtigung ist noch ein langer Weg. Wobei bei den Praxisgründungen liegen die Frauen jetzt in Deutschland mittlerweile sogar vorne. Habe ich letztens gelernt. Ja, da gibt es jetzt neue Zahlen, dass die Praxen, die aktuell neu eröffnet werden, das sind zu 60% Inhaberinnen. Also ich kenne auch einige jetzt gerade, die neu gründen in meinem Alter. Ich bin auch fasziniert. Das variiert natürlich je nach Bereich. Ja. Aber ja, tatsächlich über alle Bereiche betrachtet liegen die Frauen hier vorne. Da passt doch der letzte Satz, der an dich geht, Steffi, relativ gut. Frauen in Führungspositionen. Habe ich viel zu wenige erlebt, muss ich leider sagen. Und hätte ich gerne gehabt, aber ich kann dazu wenig sagen. Ich hatte sie nicht. Genau. Was schade ist, gerade in der Dermatologie ist ein sehr weibliches Fach. Aber wie wir ja gerade kurz hatten, sie werden wohl dann mehr, zumindest wenn man an die Praxisgründungen denkt. Das stimmt, ja. Mhm. Genau, man macht sich dann zur eigenen Chefin. Das natürlich schon. Also ich habe jetzt eher auf die Klinik bezogen. Ja, aber ja. Natürlich, wenn man Chefin in der Praxis, die fand ich toll. Ich hatte zwei Chefinnen, die fand ich super. Du, Steffi, du hast es jetzt gerade so ein bisschen auch schon angedeutet mit der Klinik. Das wäre nämlich auch eine Frage, die ich an dich hatte. Also so eine Karriere in so einem Klinik-Universitätsumfeld kam für dich jetzt nicht in Frage. Hattest du nie so als Wunsch im Kopf? Ich glaube, ich hätte es schon vielleicht vor ein paar Jahren gewollt, aber es gab keine Möglichkeiten. In der Zeit, als ich da war, gab es ganz viele, gerade neue Oberärzte, die Stellen bekommen haben. Und die waren alle jetzt vielleicht 5 bis 10 Jahre älter als ich. Und
es war relativ klar, dass sich da in den nächsten 20 Jahren nichts mehr bewegt. Ja? Okay. Und so eine Chefarztstelle, das ist wieder eine ganz andere Nummer, da müsste man auch mehr in der Forschung an der Uni schon von Anfang an bleiben, was ich nicht wollte, aus anderen Gründen aber. Und deswegen hat sich das einfach für uns, auch für meine Kolleginnen, wir waren ja mehr aus der Abteilung, dann nicht, einfach nicht relevant, hätten wir woanders hingehen müssen wahrscheinlich. Hm. Aber das hatte jetzt, du hast ja jetzt auch vorher gesagt, du hattest quasi, wenn man die Praxis jetzt rausnimmt, vorher keine Chefinnen. Das hatte jetzt aber nichts mit dem Geschlecht zu tun, dass du sagst, du hast da jetzt quasi keine Chancen für dich gesehen. Nee. Also ich hatte einen Chef und dann hatte ich auch eine Frau als Oberärztinnen. Also das wäre da schon gegangen. Ich hatte schon das Gefühl, dass du als Frau eine Chance hast. Was ich ehrlich sagen muss, und das war vielleicht auch, weil es ist schon wieder 10 Jahre her, ich hoffe, es hat sich jetzt geändert, dass damals als Frau, wenn du Kinder bekommst, du keine guten Chancen hattest. Mhm. Also die Oberärztinnen bei mir in der Klinik hatten keine Kinder, weil es auch damals noch so war, du konntest nicht zurückkehren nach einer Elternzeit und Vollzeit, du musstest wieder Vollzeit arbeiten. Ich höre auch öfter, dass es gar nicht zu dem Punkt kommen muss, dass die Frau ein Kind hat, sondern dass eigentlich schon viele Chefs und Chefinnen schon vorher dran denken, oh, die könnte jetzt vielleicht irgendwann ein Kind bekommen, will ich die jetzt wirklich noch befördern? Jetzt hast du ja so ein bisschen quasi den Platz gewechselt und bist jetzt diejenige, die Bewerbungsgespräche führt, ja, und jemanden einstellen kann. Ist es jetzt auch so ein bisschen in deinem Kopf, selbst wenn du es nicht in deinem Kopf haben willst, aber... Also es ist total lustig, weil wir haben hier lauter junge Frauen eingestellt, die alle im besten Alter sind. Okay. Kinder zu kriegen, frisch verheiratet und eine, die so jetzt auch schon uns mehrfach gesagt hat, dass sie ein Kind will. Okay. Und wir müssen darüber schon schmunzeln, dass sie auch so offen damit mit uns umgehen. Aber ich meine, wir präsentieren uns ja auch als Mütter und als dass wir hier auch das Ganze irgendwie versuchen wollen, dass es machbar ist. Und wenn wir jetzt da, ich muss tatsächlich sagen, es stört mich gar nicht. Und die erste MFA, die ich hier eingestellt hatte, hatte auch ein kleines Baby und war alleinerziehend. Also ich sehe da echt, das ist jetzt ein bisschen unsere Aufgabe, dass wir da wirklich drüber hinwegsehen sollten. Ich finde es ja auch spannend, quasi, wenn man dann, weil man ja als Mama natürlich das Vorbild für seine Töchter und seine Söhne natürlich auch ist. Du hattest bei einem unserer Telefonate, ich hoffe, ich darf das jetzt erzählen, gesagt, deine Tochter hat dir letztens gestanden, sie würde lieber ein Mann sein, weil dann müsste sie später nicht so viel arbeiten. Genau. Also stellst du auch fest, dass das tatsächlich auch quasi, dass deine Töchter da jetzt eine andere Wahrnehmung haben von diesem Mann-Frau-Karriere-Beruf-Ding? Komplett. Also ich glaube, die sind ja schon irritiert, wenn sie diese Conny-Bücher oder Kinderbücher sehen, wo dann die Mama daheim bleibt und der Papa in die Arbeit geht. Das ist für die vollkommen falsche Welt, weil mein Mann arbeitet zwar, aber er ist zu Hause. Ja? Und wie gesagt, also meine Tochter erzählt mir auch ständig, was sie beruflich machen will später. Und also sie will Paläontologin werden. Und dass sie später mal viel arbeiten müssen und dass sie später mal studieren und alles. Also es ist für sie vollkommen klar, dass es anstrengend wird, wenn sie eine erwachsene Frau ist. Aber ich glaube auch, dass sie es cool finden. Ja. Ja, also wir erleben das auch bei unserer Tochter. Die findet es teilweise ganz komisch, dass sie von den jetzt Mitschülerinnen und Mitschülern, aber vorher einfach von den Kindern aus dem Kindergarten, dass sie dann teilweise die Väter nicht kennt. Ja. Also sie stellt dann ganz krude Vermutungen an, dass die, also es gipfelt dann natürlich darin, dass die gar nicht am Leben sind, weil sie das natürlich total komisch findet, dass es Väter gibt, die auf keinem Fest quasi die weder bringen noch abholen, also das findet sie ganz komisch und das ist natürlich, kommt natürlich daher, dass sie das ganz anders erlebt. Und das finde ich eigentlich total schön, wenn man dann auch merkt, dass es nicht nur quasi so eine Vorbildfunktion in so einem professionellen Umfeld ist, sondern auch vielleicht für die zukünftige Generation. Ja, ich glaube, das Schöne ist, dass in ihren Köpfen da überhaupt keine Diskussion mehr stattfindet, ob Mann und Frau irgendwelche Rollen haben, sondern dass es einfach vollkommen klar ist. Und das finde ich so schön. Ich glaube, die werden eher mal, wenn sie mal über das Thema Gleichberechtigung stolpern, sagen, was? Wieso? Weil es bei uns einfach wirklich, ja, das Problem nicht besteht. Ja? Und ich hoffe, dass sie es auch mitnehmen und darauf auch Lust haben, dass es in ihrem Leben später auch so sein wird. Gut, ich glaube, ich bin tatsächlich mit meinen Fragen am Ende.
Ich muss noch mal sagen, ich bin total stolz auf dich, was du geschafft hast. Auch darf ich das sagen? Weil ich kenne die Julia ja wirklich, wie du schon gesagt hast, sehr lange. Und wir beide hatten damals, es war 5., 6. Klasse, da haben wir beide beschlossen, Journalistinnen zu werden. Und ich bin stolz, weil du hast es durchgezogen. Wir haben beschlossen, wir werden Journalistinnen und du hast es gemacht und ich nicht. Also Wahnsinn. Aber du hast auch ganz viel durchgezogen. Ja. Also ehrgeizig waren wir beide immer schon. Ja, das stimmt, das stimmt. Vielen Dank, dass du das jetzt gesagt hast. Das ist total schön. Danke. Das musste ich sagen. Gerne. Und vielen Dank, dass du meine Podcast-Gästin warst und wir uns auf diesem Weg irgendwie auch wiedergefunden haben. Danke, Julia. Es war super, super schön, auch mit deiner Redakteurin Anja. Es hat super viel Spaß gemacht und ich bin ganz stolz auf uns beide. Boah, war das gerade ein süßer Moment, oder? Und ihr durftet alle dabei sein. Ich kann eigentlich ziemlich schlecht umgehen mit Lob und Komplimenten. Hat man vielleicht auch ein bisschen gemerkt. Aber ich finde trotzdem, dass sowas zeigt, wie wichtig es ist und wie schön es ist, wenn sich Frauen gegenseitig supporten, empowern, unterstützen und ja, sich auch mal sagen, dass sie stolz aufeinander sind. Sollten wir vielleicht alle öfter machen. Ganz viel Love, Support und Empowerment gibt es in jeder Folge dieses Podcasts. Wir erscheinen alle 14 Tage immer montags und alle Folgen findet ihr auf gesundheithören.de, Apple Podcasts oder Spotify. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro.